Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Lea und ich möchte dir heute etwas über Jesus erzählen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Aber bevor wir zur Geschichte kommen, möchte ich dir noch das Monatsthema für den Monat Mai vorstellen. Dazu dann später noch einen Vers, die aus der Bibel sagen. Und dazu auch noch ein paar Bewegungen, denn dann kann man sich das bestimmt ganz gut merken. Also, das Thema für den Mai ist: Gott hat einen Plan für mich. Also selbstverständlich natürlich auch für dich dann. Sag es doch mal mit mir gemeinsam. Gott hat einen Plan für mich. Wow, das ist eine richtig tolle Aussage. Und weiß Gott dann, was ich heute als nächstes mache? Was ich später mal für Freunde haben werde? Ob ich oder in welche Schule ich komme? Was für einen Beruf ich später mal haben werde? Ja, ganz genau. Das weiß Gott. Und was hier ganz, ganz wichtig ist: Gott will nur das Beste für dich. Okay, jetzt weißt du das Thema. Und damit wir uns das Thema auch richtig gut merken können, jetzt ein kurzer Merkfest. Ich sag ihn einfach mal kurz und dann zeige ich dir gleich im Anschluss noch, wie die Bewegungen dazu gehen. Gottes Pläne sind gültig für alle Zeit. Das war der Vers. Ganz kurz. Und jetzt einmal die Bewegungen. Gottes Pläne sind gültig für alle Zeit. Psalm 33, 11. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst. Dann steh doch einfach mal mit mir auf und wir machen den jetzt zusammen. Bist du bereit? Okay. Also los geht's. Gottes Pläne sind gültig für alle Zeit. Psalm 33, 11. Das hast du richtig, richtig gut gemacht. Prima. Jetzt darfst du dich gerne wieder hinsetzen und dir vielleicht sogar ein Kissen nehmen, damit es gemütlich wird und ganz gespannt die Ohren lauschen für die Geschichte. Die Geschichte, die ich dir erzählen werde, steht in der Bibel. Sieht so aus. Und wir wissen ja alle, was in der Bibel steht, das ist auch wahr. Also, du kannst dir merken, das ist eine wahre Geschichte. Und in dieser Geschichte geht es um Josef. Hier ist Josef. Josef hat einen Mantel an. Und was auch noch wichtig ist für diese Geschichte: Josef hat 11 Brüder. 11 Brüder, denkst du dir? Das ist ganz schön viel. Das habe ich mir auch gedacht, als ich das erste Mal gehört habe. Ja, und wie du auch, hatte Josef einen Papa, einen Vater. Und der Vater von Josef und seinen Brüdern hat sich überlegt, dass er einen tollen Mantel macht. Und diesen Mantel hat er für seinen Lieblingssohn gemacht. Und jetzt ratet mal, wer sein Lieblingssohn war. Ihr habt hier Josef und seine Brüder. Wer hat einen Mantel an? Ja, richtig, es ist Josef. Josef hat den Mantel an und war also der Lieblingssohn. Und glaubst du, dass die anderen Brüder darüber glücklich waren? Ich denke ich nicht. Sie könnten eifersüchtig und sauer auf Josef gewesen sein, weil er wohl der Liebling war. Ja, das fanden die wirklich nicht gut. Und sie haben sich etwas überlegt. Als Josef bei seiner Arbeit war, der hat Schafe gehütet auf einem Feld, da sind seine Brüder zu ihm gekommen und haben ihm den Mantel weggenommen. Also, das war schon mal nicht gut. Und dann haben sie ihn auch noch genommen und in ein Loch geworfen.
Das war auch nicht gut. Aber jetzt kommt was ganz Gemeines. Sie haben Josef an fremde Leute verkauft. Keine Angst, das passiert hier heutzutage nicht mehr. Aber das war ganz schön schlimm. Stell dir mal vor, du könntest nicht mehr bei deiner Familie sein. Du müsstest vielleicht in einem anderen Land leben. Da hättest du bestimmt auch Angst und wärst traurig, dass du deine Familie nicht mehr sehen kannst. Und so hat sich Josef bestimmt auch gefühlt. Aber in dieser schweren Zeit hat er trotzdem auf Gott vertraut. Und da können wir ihm, glaube ich, mal applaudieren. Denn wer macht denn in so einer schweren Zeit das, dass er Gott vertraut? Aber das können wir auch von ihm lernen, dass wir das tun sollen, denn Gott hat ja einen Plan für uns und wie ich euch am Anfang schon gesagt habe, der ist immer gut. Okay, hier wäre eigentlich das Ende der Geschichte, aber ich möchte euch das Ende natürlich nicht vorenthalten. Josef kam dann mit diesen Leuten nach Ägypten und dort hat er dann gelebt. Er hat gute Dinge erlebt, er hat schlechte Dinge erlebt. Aber jetzt, wo die Geschichte weitergeht, war er in Ägypten für das ganze Essen von allen Leuten verantwortlich. Und in Ägypten haben sie das Essen rationiert und in anderen Ländern war das Essen knapp. Und ja, seine Brüder, die jetzt in einem anderen Land lebten, kamen nach Ägypten, weil bei ihnen im Land kaum noch Essen da war. Und sie fragten Josef, ob sie was haben können. Aber warte, nein, nein. Die Brüder wussten nicht, dass es Josef war, aber Josef wusste, dass es seine Brüder waren. Die Brüder konnten ihn nicht erkennen, weil schon so viele Jahre vergangen waren und er sich einfach verändert hat, auch äußerlich. Ja, was glaubst du, was Josef gemacht hat? Er hatte zwei Möglichkeiten. Er konnte so gemein sein wie seine Brüder damals und sagen, nein, ich gebe euch nichts. Oder er vergibt seinen Brüdern und gibt ihm was zu essen. Und weißt du, was Josef gemacht hat? Ja, Josef hat seinen Brüdern vergeben, denn er glaubt an Gott und wir sollen den Menschen verzeihen. Auch wenn sie wirklich was Schlimmes getan haben, trotzdem hat Josef seinen Brüdern verziehen. Und das ist das Gute an der Geschichte, das ist das gute Ende, dass er auf Gott vertraut hat. Denn jetzt ist er wieder glücklich mit seiner Familie vereint. Er ist dann mit seinen Brüdern zurück zu seiner restlichen Familie und konnte dort noch weiterleben. Und das ist richtig gut, weil jetzt hat er erkannt, dass Gottes Plan ein gutes Ende für ihn hatte. Und ich wünsche uns, dass wir später auch mal erkennen werden, welchen wunderbaren Plan Gott für uns hat. Und wir müssen auch vertrauen, dass Gott diesen wunderbaren Plan hat. Ja, das war schon die Geschichte. Und zum Ende möchte ich noch mit dir zusammen beten. Lieber Gott, ich danke dir für die wunderbare Geschichte, die wir von Josef hören konnten. Dass du wunderbar bist und dass wir auch immer vertrauen können auf dich. Herr, ich bitte dich, dass du uns immer das gibst, was wir gerade brauchen. Und ich danke dir, dass wir mit dir aufwachsen können, dass wir an dich glauben dürfen. Und ich bitte dich auch, dass wir nie den Glauben an den guten Plan, den du für uns hast, verlieren werden. In Jesu Namen. Amen. Ja, schön, dass du das Video angeguckt hast und ein bisschen Zeit mit mir verbracht hast. Ich wünsche dir jetzt auch noch eine ganz tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.